Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest zusammen mit Rado. Hallo, Rado. Einen schönen guten Tag. Ach, da hinten stehst du irgendwo. Ich wollte dich jetzt gerade angucken und sehe dich nicht. Aber wir haben wieder Damenbesuch und sie deutet mir, dass ich hier folgen soll. Sollen wir das wieder zusammen machen? Ja, können wir machen. Oh, wir haben aber nicht nur Damenbesuch. Also ich nehme die Dame und du darfst den Einheimischen haben, okay? Ja, ich weiß nicht so recht. Ich finde den nicht cool. Und ich habe leider immer noch keinen Bogen. Er kommt. Greift er dich an? Der greift die Dame an! Du Arsch! Also da hört's ja bei mir gleich auf. Boah. Da hört's ja auf bei mir. Boah, hat der mich weggehauen. Ja, der braucht nur einen Treffer. Also, boah. Ja. Der hat mir in die Eier gedreht und ich bin tot. Ich habe ihn ausgenockt. Ja, du könntest mich dann aufwecken, dann werde ich nicht sofort gefangen. Wo bist du denn da? Ja, direkt vor dir. Dankeschön. Also ich möchte damit nur Lederbeutel collected. Warte. Ach, lebt er noch? Nee. Hä? Lebt er noch? Ich kann den nicht aufheben. Weil er zu schwer ist, vielleicht. Aber ich will den im Feuer haben. Wir brauchen die Knochen. Ich setz mal hier noch zwei, drei. Was war das? Bitte, was? Meiner hat gerade gestöhnt, als wenn ich sterbe. Okay, cool. Ich setz hier mal noch 1, 2, 3 Sachen hin. 1, 2, 3 Sachen. Ein Knochenlager. Oh ja, das ist sehr gut. Und nochmal 2 so Räuchersachen. Mhm. Weil Frontfuchs hat uns ja den ein oder anderen Tipp gegeben. Mhm. Und ich möchte das umsetzen. So. Wie, du willst auf deine Community hören, oder was? Klar. Baue, Konstruktion abschließen. So, der soll jetzt erstmal alles bauen. So, macht er. Und dann lassen wir ihn fischen und dann hoffe ich auch mal, dass der die Fische wirklich da automatisch auch hinhängt. Der hängt die dann direkt auf. Das ist ja richtig nice. Ja, und Frontfuchs meinte, dass das sehr wohl geht, dass die Fische dann mit der Zeit getrocknet werden, also dass wir die nicht braten müssen. Deswegen, ja, cool. Deswegen mehrere so Sachen aufstellen und einfach voll machen. Mit der Zeit passt es dann schon. Zeigt die dir noch was an, die Frau? Nee, oder? Ich weiß gar nicht, wo die ist. Nach dem Event mit dem Herrn? Eher nicht. Ich muss mal das Spiel ein bisschen leiser machen, das rauscht im Kopf. Ich habe den Typen für dich schon mal vorbereitet, ja? Ja, alles klar. Ja, der hat jetzt für dich die Beine breit. Ja. Okay, was war noch genau? Stock und GPS-Sender? Ja, aber hier ist doch ein GPS-Gerät. Ah ja, genau, das hatte ich auch gelesen. Ja, aber was für ein GPS-Sender meint er denn? Nee, also sie zeigt mir gerade nicht mehr an, dass ich ihr folgen soll. Also mein Problem ist, Rado, Frontfuchs meinte noch, wir GPS-Sender plus Stock. Markieren, ne? Genau, mein Problem ist bloß, welchen GPS-Sender er meint. Das einzige GPS, was ich hier drinnen habe, ist mein Handy im Endeffekt. Ja, ich guck gleich auch mal im Inventar, vielleicht übersiehst du was.
Ja, kann natürlich sein. Also, Inventar. Eine Leiterplatte. Ein Feuerzeug. Ein Draht. Ein Guckt-Fisch, den könnte ich mir mal reinziehen. Den könntest du reinziehen, ja. Ja, ansonsten sehe ich ganz ehrlich da aber auch nicht keinen GPS-Sender. Also bin ich nicht der einzig Dumme, das freut mich tatsächlich. Aber, wo wir gerade bei, weißt du, was sein könnte? Du hast doch total viel in die Regale geräumt. Aber kein GPS-Sender, ich habe nur so Baumaterialien und sowas weggeräumt. Weil das hätte ja noch sein können, dass das irgendwie... Mir fällt gerade auf, dass du kein Bug-Using betreiben kannst, weil unsere Holzstämme einfach leer waren. Ja. Bin auch ziemlich traurig darüber. Jetzt muss ich arbeiten. Boah. Wie das normale Volk. Ich würde sagen, das verdienst du nicht anders. Bist ja auch ein gehässiger Mensch. Ja, das stimmt. Zumindest bei Leuten, die du nicht magst. Genau. Also, Frontfuchs, ich muss jetzt schon schimpfen, gell? Ich will dir ja vertrauen. Aber ich kann den Fisch nicht hinhängen lassen automatisch. Gucke mal, folge mir, fallen lassen. Das geht nicht. Gibt's ja keinen Behälter füllen. Weil wenn, dann wäre es ja dieser Behälterfüllen-Befehl eigentlich, ne? Ja, hol, du kannst Stöcke sagen und dann heißt zum Beispiel Behälter füllen. Das kann ich mit Steinen sagen. Okay, nee, kann ich nicht, bin ich zu weit vielleicht weg. Das kann ich mit Stämmen sagen. Oh, aber ich stehe ja direkt neben... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich stehe jetzt neben den Fischersachen. Komm her, komm. So. E. Hol Fisch. Nee, geht nicht. Gut, ich sage mir jetzt einfach, er soll die Fische mir geben. Dann hänge ich sie halt auf. Aber das muss ich auch sagen, das, wieso habe ich denn guckt Fleisch in meinem Inventar? Das finde ich ein bisschen doof. Also, warum hängt ja bei uns die Sachen nicht auf? Ja, gute Frage. Gefällt mir nicht. Ich ja, habe mal ein Eichhörnchen aufgehängt, ne? Okay. Erster Fisch hängt. So ein Eichhörnchensteak mit Parmesankruste könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Ich hatte vegetarisch. Weil keiner Bock hatte zum Einkaufen. Und da seid ihr einfach in den Garten gegangen quasi. So ungefähr. Wir haben geguckt, was der Kühlschrank noch hergibt. Ja. Gib her! Kann ich gut verstehen. Aber es war lecker. Apropos, ich muss noch mal Werbung machen. Du erinnerst dich an unseren Beyond Meat, Beyond Meat, glaube ich, heißt Burger? Ja. Beyond. Wir haben das Ganze noch mal probiert. Mhm. Und auch bei den Nuggets und so nix mit trocken bei uns wieder. Also entweder ja, hattest komisch, du viel Pech also. Oder ich habe auch gesagt, wir haben einfach den unterschiedlichen Geschmack. Das kann auch sein. Ja, natürlich, das kann gut sein sogar, also. Ja, und also Burger kann ich auch bestätigen, den fand ich auch gut, ja. Da will ich gar nichts gegen sagen. Bei den Nuggets bleibe ich aber bei dem Urteil. Ja, ja, nee, ist okay. Wir haben es extra noch ein zweites Mal probiert, deswegen. Und wir können es nicht revidieren.
So, und trotzdem weigere ich mich, in einem Spiel Vegetarier zu werden. Wobei das eigentlich wahrscheinlich leichter wäre. So, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, weil ich meine, du brauchst halt nur Pilze pflücken, ne? Komm! Hä? Stirb doch einfach. Was ich in dem Moment gerade auch gemacht habe, ein paar Pilze zu pflücken. So, Kevin, gib mir deinen Fisch. Da ist er. Du noch hattest einer. In der letzten Folge, warst du etwas unglücklich über das Thema Knochenpanzerung. Ja, habe ich. Du wolltest dir das Thema angucken, ne? Nein, auch hier hat Frontfuchs die Lösung gebracht. Neben deinen Lebensbalken, da ist jetzt ein relativ unsichtbarer Balken. Und das ist die Schutz. Soll die Rüstung sein, aber gut, dass du das sagst. Ich mache jetzt trotzdem erst die Dame sitzt hier übrigens bei uns am Lagerfeuer. Ich mache jetzt trotzdem erstmal kurz hier die Fischregale ein bisschen voll, wobei ich könnte es ja mal ganz kurz anschauen. Oh, da ist ein Reh. Mal gucken, ob ich das vielleicht erwische. Wo sind die Knochen? Da. Ah, das war falsch. Ja, gib den Fisch her. Danke. So, und zwar 1, 2, 3, 4. Waren das jetzt 4? Übrigens, jetzt wo du sagst, ne, ich würde drauf schwören, dass es schon im ersten Teil so war. Das kann durchaus sein, ja. Nicht mehr parat gehabt. Das kann tatsächlich durchaus sein. Ja. Ist sie auch schon ein paar Jährchen her, jetzt der erste Teil. Also es ist tatsächlich so, ich habe jetzt ein Stück Knochenrüstung quasi angelegt. Und plötzlich. Wo ist Kevin? Da hinten. Plötzlich habe ich da unten einen Balken gelb. Mhm. Ja, gib den Fisch her, los. Gib her. Okay. Aber das heißt ja dann, dass wir wirklich sehen können, wie unser Rüstungszustand ist. Ja. Aber dann haben wir ja wirklich das Thema, wir müssen Knochen besorgen, ne? Bevor wir jetzt großartig rumziehen. Du kannst tatsächlich die ersten Rüstungen auch mit Blätterrüstung, aber genau. Das wird ja jetzt nicht wird ja vergleichsweise lächerlich sein, oder? Ich probier's mal aus. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht Peter Pan. Meinst du wirklich, ja? So, tragen. Also ich bin also, nicht Peter Pan. Sagen wir, also von den unten von den Balken her. Bringt eine Blätterrüstung genauso viel, aber ich vermute mal, dass die Knochenrüstung sehr wohl widerstandsfähiger ist, ja. Ja, das wäre ja auch lächerlich, wenn nicht. Also, dann würde ich ein bisschen am Verstand zweifeln. Ja. Kann ich nachvollziehen. Oh, ich werde wieder von der Dame belästigt. Die sagt, ich soll ihr folgen. Was sagst du dazu? Folg ihr ruhig. Ich baue hier aber gerade. Schauen wir mal, wo sie mich hinbringt. Wahrscheinlich in eine Falle. Mhm. Kevin! Komm mal. So, okay, ich habe Kevin neue Aufträge gegeben. Mhm. Damit folge ich dir jetzt einfach. Aber es schaut so aus, als wenn du wieder zu dem anderen Lager geführt wirst. Ja, wahrscheinlich, weil da wieder alles respawned ist. Ja, genau, das hatte, glaube ich, auch entweder Live oder Frontfuchs geschrieben. Ja, vermutlich Frontfuchs. Nach jedem Load quasi ist alles wieder respawned. Ja, ja, es ist euch, wieder dasselbe Lager mit dem Radio. Ja, aber es macht nichts, weil wir brauchen Stoffe. Ganz viel Klebeband und so, ne? Also muss man auch mal sagen, das ist ja auch Material, das einem sonst schnell ausgehen würde, ne? Genau. Auch wenn es natürlich so ein bisschen cheap ist, aber. Cheap? Ja. Billig, Entschuldigung.
Ach, oh Gott. Nicht scharf. Ich dachte, du wolltest Cheat sagen. Ach so. Ja, verstehe. Okay, ja gut, dann. Und hast dich halt versprochen, deswegen habe ich gerade so cheap, so, okay. Nee, passt schon. So wie das ja jetzt tatsächlich eine gewisse Wortverwandtheit dabei. Ja, ja, ja. Ich bin es nicht gewohnt, dass du hier mit englischen Begriffen plötzlich um dich wirfst, weil du cool sein willst, deswegen, Das hat nichts mit cool sein zu tun, ich habe halt eine jugendliche Tochter, wie du zuletzt auch bereits festgestellt hast. Ja, ich habe einen jugendlichen Hund, der riecht trotzdem nicht zu Blätter her. Soll ich darauf jetzt antworten, oder was? Nee, er war wieder schlecht eigentlich. Der war wieder ganz schön schlecht. Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Was, der Molotow-Cocktail oder was? Hä? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber den hatte ich doch schon 5-mal. Check ich nicht. Also ja, wir brauchen einfach jede Menge Stoff. Das ist unser Problem. Also ich meine Stoff und nichts zum Rauchen oder so, gell? Mhm. Wobei das wahrscheinlich auch was ist, was einem den Aufenthalt auf der Insel durchaus leichter machen könnte. Bestimmt, ja, bestimmt. Wann wird denn eigentlich unser Haus fertig? Naja, also ich meine, das Erdgeschoss ist nahezu fertig. Ich mache quasi die Treppe rauf, mache ich gerade noch zu, damit uns da keine böse Überraschung erwartet. Aber das Erdgeschoss ist quasi im Grunde fertig. Mit eben der Möglichkeit, aufs Dach zu gehen oder auf den dann vielleicht zukünftigen ersten Stock zu gehen, um auch von da aus mit Fallen zu schießen und so, weißt du? Das ist ja so der Gedankengang. Mit Fallen zu schießen? Mit Pfeilen. Ach, mit Pfeilen. Also wahrscheinlich hab's ich heute mit den Ohren. Ja, kann auch sein, dass ich unsauber spreche. Also, ich bin tatsächlich momentan nicht ganz fit. Das kommt halt auch noch dazu, muss ich sagen. Rado, da das erste Stockwerk quasi oder das Erdgeschoss quasi fertig ist, hättest du meine Erlaubnis jetzt auch deine Mauer zu bauen, wenn du möchtest? Also, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen, aber du kannst deine Mauer bauen. Ja, wie gesagt, ich mach da oben zu. Noch und dann würde ich eben an dem Haus erstmal einen Baustopp verüben. Mhm. Wobei ich hier jetzt tatsächlich so einen kleinen Baummangel sehe. Mal gucken, ob ich das. Wie macht man dazu? Da bin ich mal gespannt. Sollen wir mal schlafen? Dunkel, ne? Genau. Ja. Können wir machen, ja. Oh, ich speichere nebenbei mal, habe ich gerade gesehen. Und schon schlafen wir. Ist das nicht schön, in den eigenen Wänden zu schlafen? Ja, vor allen Dingen, wenn man dann noch von der Dame aufgeweckt wird. Wo ist denn die? Oder habe nur ich gerade die Geräusche? Ah, die steht bei uns auf dem Dach. Ah ja, Tatsache. Ah, wir haben Hunger und Durst, by the way. Boah, weißt du, dass ich Hunger und Durst hab? Ich kenn dich, Rado. Na gut, da hast du recht. So. Und ich würde jetzt mal behaupten, so wie unsere Figuren ausschauen, haben wir immer Hunger und Durst. ist da jetzt irgendwas? Also die drei Sachen sind gekocht. Ist da jetzt irgendwas getrocknet? Die, glaube ich, habe ich hier als erstes hingehängt. Nein, jetzt esse ich's! Jetzt habe ich rohen Fisch, glaube ich. Okay, ist ja Fisch. Sie hat einen Hasen in der Hand, übrigens. Okay. Nee, das ist roher Fisch. Das ist roher Fisch. Also das ist noch nicht getrocknet. Wenn ich das richtig deute, hat sie gerade einen Hasen getötet und mir als Opfer dargelegt. Ja, aber das wissen wir doch, dass sie das tut. Ja, Leute, das ist aber jetzt dann doch recht hässlich. Naja, das machen wir trotzdem. Hast du in den Spiegel geguckt oder was meinst du jetzt? Ja.
Oh, heute hab ich noch nicht gebaut, den Spiegel. Heute sind wir wieder gut drauf. Ja. Hä, wie kann sie denn jetzt? Hä, sie war doch eben noch bei mir auf dem Dach. Wieso sitzt sie da jetzt? Ja, die ist gerade ganz plötzlich so aus dem Nichts hier an uns vorbeigeflutscht und ja. Du, da ist ein Haken frei, aber ich kann nichts aufhängen. Hast du nichts im Inventar? Doch, doch. Aber ich leg's einfach ins Feuer. Was passiert, wenn ich da einen Pilz reinleg? Kann ich gar nicht. Kann man gar nicht. Ja, aber es müsste doch sowas in den Kochtopf noch geben, oder? Damit man dann sich eine Pilzsuppe machen kann. Ja, weiß ich nicht. Hast du schon mal so einen Knollenblätterpilz so roh gegessen? Mach mal und sag mir, was dann passiert. Hab ich schon. Passiert nichts. Glaube ich dir irgendwie nicht. Doch, hier im Spiel habe ich schon gegessen. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, musste ja nicht. Also ist jetzt kein Thema. Musste wirklich nicht. Verhunger halt. Der ist bestimmt giftig. So, wo haben wir denn unsere Falle? Irgendwo hier doch. Ich finde unsere Falle schon wieder nicht. Ich war doch vorhin schon an ihr dran. Ich brenne. Hä? Wo ist die Falle? Weiter rechts oder nicht? Weiß ich nicht. Aber wirklich wissen tue ich es auch nicht mehr. Ah ja, da ist sie. Und wir haben wieder was gefangen. Sehr schön. Ich habe den Baumstamm gerade auf das Eichhörnchen am Boden geschmissen. Ja, das ist eine valide Art zu jagen. Da, wo war noch ein Baumstamm? Will er nicht hier umsonst rumlaufen? Hier lagen doch gerade lauter Baumstämme rum. Da. So. Also man kann... ich habe vielleicht eine Vermutung. Du hast vielleicht eine Vermutung. Ja, warte mal. Kevin, kommst du mal her? Er ist übrigens Kelvin. Kelvin, kommst du mal her? Der ist bei dir. Ich glaube, der folgt. Ja, nee, der sitzt hier. Hä? Oh nein, ich kann ihm keinen Gegenstand geben. Ich dachte ihm, wenn ich ihm einen Speer gebe, dass er dann vielleicht das Jagen anfängt. Ja, das war also grundsätzlich mal eine gute Idee, ja. Ja. Aber... Naja, man muss ihm aber auch keine Axt geben, damit er Holz hackt, ne? Ja, das stimmt. Eigentlich müsste er dieselbe Ausrüstung haben wie wir. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Okay. Kannst du ihm aber auch gerne nochmal sagen, er soll die Baumstämme sammeln? Der ist bei dir gerade. Ah ja, okay, dann mache ich das gleich. Wir hatten eigentlich eher, okay, wir sind aber schon bei 24 Minuten heute, jetzt brauchen wir es quasi nicht mehr machen. Wir wollten zusammen zu dem anderen Ausrufezeichen noch marschieren. Ja. Sollen wir uns das für die nächste Folge vornehmen? Folge mal ankündigen. Nein! Ja. Nee, okay, dann doch nicht. Ich habe schon wieder den Baumstamm hier entfernt. Wie tue ich den wieder rein? Wie wieder rein? Ich habe den Baumstamm aus der Mauer raus. Ja, ah, okay. Einfach ist wieder mit dem linken Mausklick. Ja. Ist wieder drin.
So, dann. Ich tu mal unsere C4-Ladungen alle in den Schrank. Eine gute Idee. Schön im Haus lagern den Sprengstoff. Leg die Streichhölzer und das Feuerzeug daneben. Ich glaube, das irgendwas liegt sogar daneben. Für die Leute, die sich wundern, meine Frau kam gerade reingeschlichen und hat Wäsche aus dem Schrank geholt. Lederbeutel. Für was brauche ich einen Lederbeutel? Und wo ist der Lederbeutel hier vor allen Dingen? Ah, ich habe den GPS-Sender. Der liegt in der roten Kiste drinnen. Ich habe eine Auster und Münzen. Eine Auster und Münzen? Ja. Okay. Ich hatte den Lederbeutel aufgehoben. Was? Ach so, und da waren die Sachen drin, oder was? Ja. Ach so. Okay, ich kann aber... Ich brauche einen Stock. Warte, ich nehme mal noch einen zweiten Stock. Ich brauche einen Stock. Aber dann kann ich den GPS-Sender nicht mehr drauf machen. So, Frontfuchs, du bist fällig. okay, jetzt hat Live hier gerade jede Menge Kommentare geschrieben. Hallo Live. Während wir spielen. Vor 5 Minuten, ich habe nur gerade mein Handy in der Hand. Der GPS-Sender ist im orangen, er schreibt sogar, ist im orangen Koffer. Okay, man muss einen Stock in den Boden stecken und dann den Sender dran machen. Ich muss den Stock. Er hat zwar gesagt, das Zeichen kann man nicht umstellen. Der stellt immer wieder auf was anderes. Aber wir probieren es einfach, wenn er es wieder zurückstellt. Rado? Ja? Hast du jetzt auf der Karte ein grünes Symbol? Ja, habe ich. Es ist zwar nicht das Haus, das ich eingestellt habe, aber ist auch scheißegal. Es ist unsere Heimat quasi. Frontfuchs, dankeschön. Aber nehmen kann ich es jetzt nicht nochmal. Ja, wahrscheinlich mit der Axt oder so umhauen. Was, Baumstämme? Hast du gesagt, er soll Baumstämme sammeln? Ja. Okay, weil der läuft hier gerade im Haus rum. Ja, das ist ein bisschen weird. Okay, Radu, wir sind aber bei 30 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und dann tun wir in der nächsten Folge erforschen. Ja. Gut, dann, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Radu, vielen Dank fürs Spielen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gerne. Servus.